Hallo und herzlich willkommen zu einem ganz besonderen Webinar. Stefanie Stahl ist heute hier bei uns im Studio, die Bestseller-Autorin und Diplompsychologin. Jeder von Ihnen kennt ihren Sensationserfolg, Das Kind in dir muss Heimat finden. Unglaublich, fast 500.000 verkaufte Exemplare und sie hat ein neues Buch dabei, das auch schon in den Bestsellerlisten ist. Jeder ist beziehungsfähig, heißt es. Auch dieses Buch aus dem Kailash Verlag. Und ich freue mich ganz besonders, dass sie da ist. Herzlich willkommen, Stefanie Stahl. Dankeschön. Hallo. Grüß dich. Schön, dass du bei all den Verpflichtungen und Erfolgen, die du zurzeit hast, überhaupt noch Zeit für uns gefunden hast. Es wird eng wahrscheinlich, oder? Ach, es geht. Also ich werde schon angefragt, aber hier für meinen alten Verlag stehe ich sowieso immer zur Verfügung. Und bei Buchautoren ist es immer noch nicht so, dass die Leute dir so die Bude einrennen, wie wenn du jetzt ein Plattenstar wärst. Insofern ist die Buchbranche, die ist nicht so sexy. Aber es hat sich wahrscheinlich schon einiges für dich verändert, oder? Durch diesen Erfolg. Es hat sich schon einiges verändert, aber wie gesagt, wenn ich das jetzt in den Erfolg in CDs hätte, dann wäre das zweimal Platin, dann gibt es eine große Gala, da gibt es einen roten Teppich, da gibt es eine große Preisverleihung. Da gibt es nicht so viel Glamour im Buchgeschäft. Mhm. Ne? Insofern, ich habe zwar viele Interviewanfragen, Vortragsanfragen und Seminaranfragen, aber ansonsten hat sich mein Leben jetzt nicht so sehr verändert. Mhm. Sonst, wenn es um Platten ginge, hätten wir wahrscheinlich auch Champagner hier im Studio stehen und ein Whirlpool noch daneben. Genau. Ja, das ist einfach eine andere Branche. Also da wäre auch viel mehr Hype um die Person. Gratulation jedenfalls nochmal für diese Zahlen. Fast eine halbe Million von deinem... Über eine halbe Million inzwischen schon. Unglaublich. Das ist ganz toll. Und es gibt jetzt auch in Kürze einen Online-Kurs zu Das Kind in dir muss Heimat finden. Kannst du ganz kurz dazu noch was sagen? Ja, klar. Wir haben hier einen Online-Kurs konzipiert, sodass die Online-Teilnehmer quasi ein Online-Seminar bei mir machen, wo ich sie begleite, ihr Schattenkind, das Sonnenkind zu erstellen und es Übungen gibt und Feedback gibt und so weiter. Und unsere Zuschauer können gerne mitmachen, können sich bewerben. Es gibt auch eine E-Mail-Adresse dafür. Schreiben Sie bitte einfach an stahl@sinnsucher.de. Ich wiederhole nochmal stahl@sinnsucher.de. Am Ende der Sendung werden wir auch noch mal kurz auf diesen Online-Kurs zu sprechen kommen. Vielen Dank an dieser Stelle auch schon an alle von Ihnen, die sich beteiligt haben, Fragen an Stefanie Stahl zu stellen. Es ist unglaublich, wir könnten die ganze Stunde nur mit Fragen bestücken. Also nehmen Sie es uns bitte nicht übel, wenn wir nicht alle reinbekommen. Aber wir versuchen, so viele wie möglich reinzubringen. Steffi, das neue Buch, Jeder ist beziehungsfähig. Eigentlich toll, dass du uns gleich eine frohe Botschaft mitteilst, weil man hat ja oft gehört, Generation beziehungsunfähig, immer mehr Singles. Das ist gar nicht so schlimm, sagst du, oder? Ja, also ich denke eben nicht, dass wir es mit einer Generation beziehungsunfähig zu tun haben. Und das ist jetzt nicht nur meine Privatmeinung, sondern ich gucke ja auch mal ein bisschen, was hat die Forschung dazu zu sagen. Und da gibt es psychologische Studien und die Menschen insgesamt sind nicht beziehungsunfähiger geworden. Das hätte mich jetzt auch persönlich überrascht, weil die Bedingungen für Kinder sind ja eigentlich besser geworden. Und Beziehungsfähigkeit, das lernen wir ja bei Mama und Papa und im Wesentlichen im Elternhaus. Und das ist nichts, was durchs Internet verlernt wird oder durch das Leben in der Großstadt. Und es ist nur heutzutage so, das gesellschaftliche Korsett ist loser geworden. Das ist ja auch gut so. Immer weniger Frauen sind gewillt, in unglücklichen Versorgungsehen auszuharren. Und dadurch ist die single-lebende Anzahl höher geworden. Aber viele, viele Menschen sind früher in grottigen Ehen eingepfercht gewesen und heute zum Teil auch noch von unterirdischer Qualität. Und die sind ja nicht beziehungsfähiger als das Single von nebenan. Und das ist ja immer so eine Fehlannahme. Und im Übrigen entspricht es ja überhaupt nicht meiner Beobachtung. Im Gegenteil. Also in meinem Umfeld sind viele junge Leute. Und ich bin immer wieder erstaunt, wie früh die sich binden und wie ewig lang die zusammenbleiben. Also das hat es zu meiner Zeit nicht gegeben. Und ich möchte auch mal an die 1960er Jahre erinnern, weißt du noch? Wer zweimal mit derselben pennt, wie geht's weiter? Ja, genau. Gehört schon zum Establishment. 1960er Jahre, das hat es damals schon gegeben. Ohne Internet, da ist man halt in die Kneipe gegangen. Also dieses Gejammerer, dass die jungen Generationen immer schlimmer würden, den kann ich mich überhaupt nicht anschließen. Das heißt also auch so dieses Schlagwort oder die Einstellung, entweder ich bin in der Beziehung oder ich bin frei, ist eigentlich auch ein Quatsch, oder? Also da gibt es schon viel dazwischen. Also das ist ja schon, wer denkt, entweder ich bin in einer Beziehung oder ich bin frei, der hat ja eigentlich schon genau
ein Problem mit Beziehung. Mhm. Weil das ist eigentlich die Problemdefinition. Also viele Menschen, die zwar auch in festen Beziehungen sind oder verheiratet sind, also mein Buch richtet sich ja nicht jetzt an Leute, die von sich sagen, sie wären nicht beziehungsfähig. Das richtet sich an alle, die irgendwas mit Beziehung zu tun haben. Und wer da Probleme hat, der denkt oft, entweder bin ich in einer Beziehung oder ich bin frei. Und die Lösung ist eigentlich, wenn man spüren kann, ich kann in einer Beziehung und frei sein. Der Untertitel deines neuen Buches heißt ja auch passenderweise der goldene Weg zwischen Freiheit und Nähe. Genau. Und ich vermute mal, du kriegst das dauernd mit, wenn du mit Menschen zu tun hast, die mit ihrer Beziehung hadern, dass genau das so der Kernpunkt ist, oder? Das ist eigentlich der Kernpunkt. Und in dem Buch geht es ja ganz viel zwischen diesem inneren Konflikt, den wir alle haben, zwischen unserem Wunsch nach Bindung, der ist halt angelegt in uns, der ist angeboren und der ist sehr, sehr stark, weil wir ohne Bindung gar nicht leben und überleben können. Und auf der anderen Seite haben wir alle ein tiefes Interesse, selbstständige und freie Menschen zu sein und unser Leben auch selbstständig zu gestalten, unser Ding zu machen. Und da braucht man halt diese gute Balance, weil in einer Beziehung muss man beides können. Binden heißt, dass ich mich anpassen kann, dass ich kooperieren kann, dass ich mal nachgeben kann, dass ich Kompromisse schließen kann, mich einfühlen kann. Das sind alles Fähigkeiten, die ich für die Bindung brauche und für die Autonomie, also für diese Selbstständigkeit, fürs autonome Leben brauche ich ganz andere Fähigkeiten. Da muss ich erst mal wissen, was ich selber will. Ich muss also meine eigenen Wünsche und Bedürfnisse spüren. Ich muss mir Ziele setzen können, einen eigenen Willen haben und dafür auch mal eintreten können. Das heißt, ich muss diskutieren können, argumentieren können, mich durchsetzen können und notfalls auch mal kämpfen bzw. mich trennen können. Das sind also ganz andere Fähigkeiten, die da gefragt sind. Und wer beides gut kann und da innerlich gut in der Balance ist, der ist auch nicht nur liebesfähig, sondern auch arbeits- und genussfähig. Und das sind immer noch die drei Säulen psychischer Gesundheit. Das klingt jetzt total logisch und nachvollziehbar, wenn du das sagst. Und so schreibst du es im Buch ja auch. Das ist ja ohnehin so ein praxisnaher Leitfaden, den du da geschrieben hast. Aber in der Praxis sieht es dann, denke ich, für viele Menschen doch viel komplizierter aus. Also kriegst du das mit, dass dir Menschen sagen, ja, ich versuche das, ich verstehe das, aber es dauert einfach so lange. Und wie komme ich da hin? Also es ist ja so, dass die meisten Menschen diese einfachen Prinzipien, dass den meisten Menschen die nicht bewusst sind. Also unsere Psyche ist eigentlich aufgebaut aus unserem Selbstwertgefühl, Bindung und Autonomie. Und das gehört alles zusammen. Wie ein Haus, ein Fundament, Wände und ein Dach hat. Ja, das sind die wesentlichen Bestandteile und die gehören zusammen. Und je klarer einem das wird und desto genauer man für sich erkennen kann, Mensch, ich bin so ein Typ, der ist immer so sehr in Sachen Bindung unterwegs, der ist da innerlich eigentlich auch ein bisschen an der Balance, neigt eher so ein bisschen zum Klammern. Der kann ganz viel daran arbeiten, solange es immer klar ist. Und wenn man für sich entdeckt, nee, ich gehöre eher zu dieser autonomen Fraktion, das heißt, ich bin eigentlich der Typ, der immer ein bisschen Abstand braucht und sich nicht so eng binden möchte und gern schon mal mit einem Fuß in der Tür steht und sehr viel Freiraum braucht. Der hat dann auch schon mal einen großen roten Faden, wenn er erkennt, was ist eigentlich die Ursache meiner Probleme. Und dann gebe ich ja auch sehr viel Anleitung, wie man da rauskommt. Und genuin hängt natürlich alles auch sehr viel dann mit dem Selbstwertgefühl zusammen. Sicherlich kann man das ein oder andere tiefe Programm nicht von heute auf morgen ändern. Aber ich kriege immer mit, sobald die Leute merken, ach Mensch, das ist es eigentlich, dann ist schon ein ganz großer Schritt geschafft. Also ich hatte neulich ein ganz großes Seminar und da hat sich eine Teilnehmerin gemeldet nach einer halben Stunde und sagte, ich müsste meine Rückmeldung geben. Die erste halbe Stunde hat sich schon alles bezahlt gemacht. Wenn ich das vor 10 Jahren gewusst hätte, dann hätte ich gar nicht die ganzen Probleme gehabt. Ne? Einfach nur durch auch so eine rationale Erkenntnis. Ne? Das kann ja auch die Emotionen sehr berühren. Da frage ich gleich mal dazwischen. Das heißt, du gibst also regelmäßig, wie du es ja schon immer gemacht hast, Seminare, die jetzt aber teilweise auch größer geworden sind. Ja, das stimmt. Neulich hatte ich ein Riesenseminar, organisiert von Veit Lindau mit 250 Leuten, aber das ist gut rübergekommen, ja. Es scheint mir so einen direkten Weg zu geben von deinem Mega-Bestseller, Das Kind in dir muss Heimat finden, zu dem neuen Bestseller. Das heißt also, dieses Prinzip auch des Schattenkindes und des Sonnenkindes, das du ja anregst, dass wir das entdecken sollen in uns, das hilft uns schon bei der Beziehungsfähigkeit genauso weiter, oder?
Also für die, die es nicht kennen, möchte ich das kurz nochmal erklären. Also das Schattenkind steht ja in meinen Büchern so als Sinnbild für unsere negativen Kindheitsprägungen. Ja, das ist so eine Metapher dafür. Und das Sonnenkind steht ja für die positiven Kindheitsprägungen. Und ganz wichtig, was wir uns selbst später als Erwachsene auch noch an neuen Einstellungen, neuen Ressourcen selber erformen und hinzufügen können. Und in dem Ansatz dieser Bücher gehe ich halt sehr darauf ein, wie wir geprägt worden sind und welche alten Beziehungsmuster wir deswegen mitnehmen ins Erwachsenenalter. Und das ist ganz wichtig, das zu verstehen. Manche Kritiker werfen mir vor, jetzt sind die Eltern an allem schuld und so. Das ist überhaupt nicht meine Botschaft. Aber es ist ganz, ganz wichtig zu verstehen, welches Beziehungsprogramm wir eigentlich daheim erworben haben. Denn bei Mama und Papa lernen wir wirklich, ob wir liebenswerte Wesen sind oder nicht. Und Mama und Papa sind wie ein Trainingslager für unsere späteren Beziehungen. Das ist einfach so und das ist auch wissenschaftlich erwiesen und keine Esoterik. Insofern ist es ganz, ganz wichtig, dass man sein Beziehungsprogramm kennt. Und da leite ich halt die Leserinnen und Leser an ihr Beziehungsprogramm zu finden. Ist das auch so eine Art Versöhnung, könnte man sagen, mit seiner eigenen Vergangenheit und mit dem Zusammenleben der Eltern, was einem dann weiterhilft? Das kann auf jeden Fall dazu führen. Erstmal ist es eine Feststellung, um dann zu sagen, okay, da habe ich vielleicht ein Störprogramm, von dem ich mich ein bisschen also distanzieren muss, an das ich nicht mehr so tief innerlich glauben darf, also wo ich einen gewissen Abstand zu brauche, um dann neue Entwicklungen anzutreten. Ich nehme gleich mal die ersten Zuschauerfragen rein. Vielen Dank, dass Sie sich so rege beteiligt haben. Sie können das gerne weiterhin machen. Wie gesagt, die Zeit ist knapp, aber versuchen Sie es. Ein Dankeschön an Silke für diese Anfrage. In meiner Partnerschaft habe ich die Angst, mich selbst zu verlieren, wenn ich mich ganz und gar meinen Gefühlen öffne. Was kann ich dagegen tun, fragt sie. Also die Angst zu verlieren, Silke, das ist halt eine weit verbreitete Angst. Vielen Dank für diese Frage. Ich denke, das wird ganz viele da draußen interessieren. Und die Angst zu verlieren hängt damit zusammen, dass du, vermute ich jetzt mal, so zur Bindung innerlich ein bisschen aus der Balance bist. Das heißt, eigentlich bist du bemüht, es deinem Partner immer recht zu machen, die Erwartung möglichst zu erfüllen. Und dann merkst du irgendwann, Mensch, ich verliere mich hier selbst ein bisschen. Das heißt, was du lernen dürftest, wäre, dich ein bisschen besser innerlich auch abzugrenzen. Das heißt nichts anderes, dass du auch in einer Partnerschaft noch darauf achtest, was will ich eigentlich, was sind eigentlich meine Bedürfnisse, sodass du dich nicht zu sehr verlierst in den Wünschen und Bedürfnissen des anderen. Und das kann man aber ganz, ganz toll lernen und üben, sodass ich denke, wenn du da dir jetzt schon auf der Spur bist, dass du das sicherlich verändern kannst. Die nächste Frage geht in eine ähnliche Richtung. Sie kommt von Kerstin. Vielen Dank. Nach Jahren der Familienzeit habe ich jetzt in Beziehungen schnell das Gefühl, eine Funktion zu übernehmen, zum Beispiel zuständig fürs Kochen zu sein. Lässt sich das anders gestalten? Ja, wenn du dich beschwerst und den Mund aufmachst, liebe Kerstin, das ist ja kein Schicksalsschlag. Das sind ja auch Entscheidungen, die du getroffen hast und jeden Tag auch wieder triffst. Und du kannst dich jederzeit neu entscheiden. Aber dazu brauchst du halt etwas mehr Autonomie, was ich eben sagte. Autonomie heißt, ich muss wissen, was ich will. Ich muss dafür auch mal eintreten können. Ich muss diskutieren können. Ich muss mich mal durchsetzen können und notfalls auch trennen können. Und das sind die Sachen, die du üben darfst, dass du halt nicht einfach nur funktionierst und versuchst, alle Erwartungen zu erfüllen, sondern dich auch selbst im Auge behältst und gut für dich selbst sorgst. Von Paula kommt die nächste Frage. Dankeschön. Wie nehme ich den Ernst und die Strenge aus einer Beziehung und bringe stattdessen Leichtigkeit, Humor und Spiel hinein? Also auch da, Paula, das liegt natürlich wirklich in deiner Hand. Da müsstest du mal gucken, welche Ernsthaftigkeit und Strenge du da selber vielleicht hast. Also ich kenne dich jetzt nicht so genau. Ich weiß nicht, wo es bei dir da vielleicht hapert, dass du mal guckst, was macht mich vielleicht manchmal so schwer und ernst. Und gut, deinen Partner kannst du nicht verändern, den kannst du höchstens durchkitzeln, aber da müsstest du vielleicht auch mit ihm reden. Wir haben ja immer nur Einfluss auf uns selber. Ich weiß ja jetzt nicht die Anteile, wie sie bei euch liegen in der Partnerschaft, aber ich denke, ihr müsst es vielleicht ein bisschen mehr reden und vielleicht auch einfach den Spaßfaktor erhöhen, indem ihr euch viele schöne Sachen gönnt und vornehmt.
Wir gehen auch gleich noch mehr tiefer gleich in eine Beziehung und die damit zusammenhängenden Probleme. Sarah hat geschrieben, vielen Dank. Wie kann ich konstruktiv mit der passierten Aggression meines Partners umgehen, wenn Trennung keine Option ist? Passierte Aggression oder passiv? Passiv, ne? Passiven, ja, genau, passiven. Passierte Aggression, das wäre dann schon gelaufen. Ja, ja. Passive Aggression. Also sie will bei ihm bleiben? Und er ist aber so passiv-aggressiv. Gut, passiv-aggressiv bedeutet ja, er lässt sie öfter gegen die Wand laufen, er diskutiert nicht richtig mit, er macht Versprechungen, hält sie nicht ein, er trödelt, er kommt zu spät. Müsste ich mich fragen, warum sie unbedingt an der Beziehung festhalten will? Also wenn er da stur und stoffelig bleibt und sagt, ich verändere mich nicht und lass mich mit deinem Psychokram in Ruhe, ich werde da kein Buch lesen, würde ich dir eigentlich lieber mal raten, mal in dich zu tauchen, mal zu gucken, deinen Anteil, ob da vielleicht auch zu viel Abhängigkeit ist, dass du mal guckst, warum muss ich an dieser Beziehung festhalten? Also wenn du dran festhalten willst, muss ich dir leider sagen, du wirst deinen Partner nicht ändern können, es sei denn, er will sich selber ändern, dann ist natürlich alles drin. Wenn er das nicht will, dann musst du die miese Beziehungsqualität schlucken oder du müsstest dich eben trennen. Ich nehme noch eine Frage in diesen Blog mit rein, die kommt von Sabine, vielen Dank dafür. Sie sagt, ich bin in meiner Beziehung mit meiner Aufmerksamkeit nur noch bei meinem Partner und vergesse mich dabei völlig. Dabei verbirgt sich die Angst, dahinter verbirgt sich die Angst vor Ablehnung. Hast du eine Übung für mich? Klar habe ich die, aber warum sind da eigentlich nur Frauen? Ich habe doch sonst immer so viele Männer. Ja, erstaunlich, bis jetzt nur Frauen. Ja. Männer, wo seid ihr? Gibt's da wohl nicht. Sie verliert sich in der Beziehung, weil sie Angst hat vor Ablehnung. Ja, das ist dasselbe genau. Ding. Also die innere Balance ist so ein bisschen zugunsten der Bindung gestört. Das heißt, man hat unheimliche Angst vor dem Alleinsein. Sicherheit bedeutet für die Betreffenden, dass jemand bei ihnen ist. Also es ist im Grunde genommen die Angst vor dem Alleinsein und dadurch versucht man alles richtig zu machen, alles perfekt zu machen, alle Erwartungen zu erfüllen. Erstmal macht man sich damit ehrlich gesagt nicht besonders spannend und vielleicht kannst du das auch mal so im Hinterkopf behalten, um ein bisschen mutiger zu werden, da mal über deinen Schatten zu springen. Und zweitens ist es für dich ganz, ganz wichtig, deine autonomen Fähigkeiten zu trainieren. Und da gebe ich wirklich in dem Buch ganz viele Leitfäden zu an die Hand. Also jetzt so eine Patentübung, wie du mich gefragt hast, kann ich dir nicht geben, weil ich denke, das Wichtigste, was du erstmal feststellen musst, ist, woran es wirklich hapert. Und das Buch stellt dann aber viele Übungen bereit. Was mir an deinem Buch auch sehr gut gefällt, weil das sehr nah an der Praxis ist und an dem, was jeder von uns auch kennt, das ist dieses Beispiel, das du immer wieder anführst von Julia und Robert. Also ja. Ein typisches Paar, sagen wir ganz einfach mal. Was ich sehr interessant fand, dass du schreibst, die beiden suchen im Partner das, was ihnen eigentlich fehlt. Mhm. Wie meinst du das? Kannst du das noch ein bisschen erklären? Das ist das viel zitierte Beuteschema, ja. Julia und Robert laufen ja so als Beispielfiguren durch das ganze Buch durch. Und Julia, das ist so ein Bindungstyp, die braucht halt unbedingt diese Nähe und immer jemand irgendwie letztlich dabei ist. Und der Robert ist eher so ein Typ, der so zu autonom ist, der immer wieder so diesen Abstand sucht. Und Julia fand Robert genau deswegen so spannend, weil er so ein cooler Typ ist. Also er hat genau diese Autonomie und diese Unabhängigkeit, die Julia fehlt. Und deswegen findet sie das so ungeheuer attraktiv. Und das ist ja, was viele Frauen sagen. Und das ist ja auch ein bisschen das Fatale. Die braven, netten Jungs, die interessieren mich ja nie. Ich stehe eher so auf die bösen Buben. Und das sind ja dann genau diese überautonomen Typen, die erstmal ungeheuer sexy wirken, aber letztlich im Grunde genommen nicht wirklich bindungsfähig sind. Ja? Und dann hat man dann den Kummer. Und der Robert, der ja eher so ein cooler, autonomer Typ ist, der, dem fehlt ja so die Bindungsseite, ne? Dieses Warme, dieses Angepasste, dieses Liebesfähige, was die Julia hat. Und deswegen findet er die Julia so spannend, weil die hat genau diese warme Bindungsseite, die er bei sich eher unterdrückt und wegdrückt. Und wie kommt man da raus, also dass aus diesem Beuteschema und aus dieser Problematik, dass es vielleicht ja gar nicht der passende Partner ist? Also ich sage ja immer, Selbsterkenntnis ist mehr als die Hälfte der Miete.
Also erstmal muss man wirklich verstehen, woran es liegt. Und dann wäre in Julias Fall, die dürfte halt genau das trainieren, was ihr eben schwerer fällt, das Autonome. Bindungsfähigkeiten hat sie alle. Also sie muss jetzt nicht noch empathischer werden. Sie muss nicht noch mehr Verständnis haben. Sie muss auch nicht versuchen, noch mehr zu gefallen. Das muss sie alles nicht. Im Gegenteil, sie muss mal gucken, was will ich eigentlich. Sie muss mal lernen, sich besser abzugrenzen. Und auch Trennungskompetenz. Ja? Wer sich nicht trennen kann, oder wer zu viel Angst hat vor dem Alleinsein, läuft zu hohe Gefahr, sich an Menschen zu binden und zu lange bei Menschen zu bleiben, mit denen sie eigentlich überhaupt nicht glücklich sind. Und das hat aber auch viele rote Fäden in die Kindheit. Und das kann man für sich analysieren und auch auf einer tiefen Ebene verändern. Und da, also mein Buch oder auch die anderen Bücher sind ja immer so ein bisschen angelegt wie Therapie zum Selbermachen. Mhm. Weil ich sage immer, alle Normalgestörten, und das sind die allermeisten, ja, die brauchen eigentlich nur einen roten Faden an der Hand. Und wenn sie dann so ein bisschen die Verantwortung für sich übernehmen, kommen sie auch aus der Nummer raus. Also ganz, ganz viel. Und das kriege ich auch an Rückmeldungen von Leserinnen und Lesern zu meinen Büchern. Also dann schreiben wirklich viele, Frau Stahl, ich habe schon viele Therapien gemacht, aber Ihr Buch hat mir mehr geholfen. Das ist wirklich so. Und deswegen werde ich inzwischen auch oft von Kollegen und so weiter, also Therapeuten, empfohlen. Also dieser rote Faden, auf den kommt es an. Wenn man den hat, dann kann man ganz viel daran arbeiten und das verändern. Mhm. Normal gestört, das fand ich ein sehr schönes Wort. Ja, also das kann ich mir auch aufs T-Shirt schreiben. Das können wir uns alle aufs T-Shirt schreiben. Genau. Du hast auch ein Kapitel, das heißt typisch Mann, typisch Frau. Ja. Und natürlich, wenn wir über Beziehungen reden, ist klar, hat man immer so dieses, ist es eigentlich ein Klischee? Man spricht anders, man versteht sich nicht. Also ist das wirklich in der Kommunikation ein Problem, ein grundsätzliches? Es ist halt so, dass so eher 2/3 der Frauen sind halt eher diese Bindungstypen und 2/3 der Männer sind eher die autonomen Typen. Und eine typische Fähigkeit für die Bindung ist ja die Empathie, also wirklich dieses Einfühlungsvermögen. Und da haben Männer öfter mal ein bisschen Schwierigkeiten mit. Aus dem einfachen Grund nicht, weil die grundsätzlich weniger einfühlsam wären, sondern weil sie aufgrund ihrer Erziehung oft gelernt haben, so schwache Gefühle oder Hilflosigkeit, das darf nicht sein. Also was Männer ganz toll fühlen können, ist Wut und auch Freude, also starke Gefühle. Die schwachen Gefühle können sie nicht so gut zulassen, die drücken sie in sich weg. Und wenn ich mich in jemand anders einfühle, heißt das ja, ich muss mich selbst spüren. Also wenn du mir jetzt irgendwas Trauriges erzählst, was du erlebt hast, dann muss ich so eine Verbindung haben zu meiner eigenen Trauer. Und dann kann ich sagen, ach Mensch, ja, kann ich verstehen, dass es dir da wirklich mies geht. Wenn ich die aber selber gar nicht haben darf, dann will ich das auch nicht hören vom Gegenüber. Deswegen suchen Männer auch gerne schnell eine Lösung. Ne? Wenn die Frau dann irgendwie hilflos ist oder traurig ist, das kann der Mann gar nicht gut aushalten. Mhm. Und da finden zum Beispiel auf der Ebene ganz, ganz viele Missverständnisse und Gerangel und Schwierigkeiten statt. Ja. Das heißt, daraus kommt dann auch kommen vielleicht 2 verschiedene Sprachen. Es gibt ja auch witzig aufgegriffen dieses Sprachbuch, diese Übersetzung Mann, Frau, Frau, Mann. Hat das da dann auch seinen Ursprung, dass man wirklich andere Sprachen verwendet? Ja, also das hat damit zu tun, dass Männer oft sach- und lösungsorientierter denken und Frauen eben beziehungsorientierter. Gehen wir nochmal in die Aufteilung von Bindung und Autonomie. Das sach- und lösungsorientierte, das ist auf der autonomen Seite und das beziehungsorientierte ist die Bindungsseite. Und da kann es natürlich zu viel Missverständnissen kommen. Aber Männer, die innerlich gut in der Balance sind, mein Mann zum Beispiel, der ist auch so, der hat auch viel diese Bindungssachen, mit dem habe ich überhaupt nicht das Problem. Also es gibt auch viele Männer, mit denen man ganz toll auch über emotionale Themen reden kann. Wird ja auch besser, weil die Jungs, die neuen Jungs oder die neuen Männer werden ja auch anders erzogen. Wird ja besser mit den Generationen. Mhm. Heutzutage, die jüngeren Männer können viel, viel besser über Gefühle reden. Die erlauben sich auch mal zu weinen und so. Also da hat sich ja auch schon viel verändert zum Positiven. Beruhigend zu hören, dass wir Männer auch lernfähig sind, ja. Ach, natürlich. Vor allen Dingen habt ihr ja auch viel drauf. Also auch dieses Sach- und Lösungsorientierte. Das ist ja auch eine wahnsinnige Ressource. In anderen Situationen ist sie ja auch unheimlich wertvoll. Das kommt ja immer nur auf die Situation an. Ich nehme wieder ein paar Zuschauerfragen mit rein. Die nächste kommt von Caroline. Vielen Dank. Zunächst mal ein Kompliment an Stefanie Stahl. Danke, Sie sind ein Geschenk, schreibt sie. Dankeschön. Und dann die Frage, was kann ich tun, wenn mein Partner aus entscheidenden, anentscheidenden Stellen unserer jungen Ehe immer wieder wegdriftet und auf meine Veränderungsimpulse mit Genervtsein reagiert? Also ich vermute mal, Caroline war das, ne? Dass
dass dein Partner mehr auf dieser autonomen Seite ist und deine Veränderungs-, also was du ja so schilderst, daraus geht hervor, so höre ich das, dass er eigentlich ein bisschen zu wenig Verantwortung übernimmt. Ne? Wenn er so wegdriftet und du versuchst ihn eigentlich immer wieder dazu zu bekommen, sich mehr zu engagieren und sich mehr zu verantworten. Und das ganz Blöde daran ist, je mehr du das versuchst, desto bockiger wird er wahrscheinlich. Weil, und das ist ja das Spannende, je mehr du versuchst, ihn irgendwie in die Bindung zu bekommen, desto mehr fühlt er ja seine Autonomie bedroht. Das heißt, desto mehr kämpft darum, dass du ihm keine Vorschriften machst. Und im Grunde genommen stehst du auf verlorenem Posten, wenn er nicht bereit ist, sich da auch mit zu verändern und zu sagen, okay, vielleicht habe ich da einen Film am Laufen. Aber wenn ich dir mal einen ganz platten Tipp geben soll, Strategie hilft immer mal wieder sehr gut, lass los, hör auf, ihm da hinterher zu laufen, mach viel mehr dein eigenes Ding, sodass er vielleicht mal irgendwann ein bisschen mehr aus der Komfortzone rauskommt und vielleicht sogar mal ein bisschen Verlustangst bekommt, weil er merkt, irgendwie hat die da schon ziemlich losgelassen und die interessiert es gar nicht mehr so. Also fake it until you make it, da müsstest du auch einfach mal ein bisschen strategisch sein, denn dann kommt er mal ein bisschen in die Zone der Verlustangst und das ist motivierend. Je mehr du ihm hinterherläufst und an ihm rumschraubst, das gebe ich dir schriftlich mit 3 Durchschlägen, desto mehr wird er bockig und davonlaufen. Es sei denn, er guckt sich jetzt mal dieses Video an und sagt, die Frau Stahl hat ja eigentlich recht und ich muss doch mal das Buch lesen und fängt dann an, sich mit zu verändern. Das hoffen wir, ja. Und weil du gesagt hast, du hättest gerne Fragen von Männern, ich habe jetzt endlich mal einen. Eine Frage von David. Deine Frau klammert zu viel, kommt jetzt. Und diese Frage kommt über die Facebook-Seite von Beziehungsweise. Sie wissen ja, wir sind auf verschiedenen Portalen jetzt gerade live. Und die Frage lautet, brauchen Menschen Erfahrung, vielleicht mehrere vergangene Partner oder Partnerinnen? Oder gibt es auch heute noch die Situation, dass die erste Liebe auch die letzte und dauerhafte ist? Also ich finde, ich glaube, ich habe das am Anfang schon gesagt, dass es das ziemlich, also mehr gibt, als ich es noch erinnere, so zu meiner Zeit, dass die jungen Leute sich früh binden und ewig binden. Und ich habe in meiner Praxis meine Kollegin, mit der ich zusammenarbeite, deren Mann ist ihre erste Liebe und die sind jetzt über 50 und sie haben eine wirklich glückliche Ehe. Meine ehemalige Sprechstundenhilfe gilt dasselbe. Ich glaube, das ist sehr gut möglich und wenn man dieses Glück hat, dann... Das ist einfach auch toll, ja. Katja fragt, woran erkennt man, dass es Zeit ist, eine Beziehung zu verlassen? Ich glaube, Katja, wenn du in dich fühlst, wäre jetzt die falsche Antwort, weil dein Gefühl sagt wahrscheinlich, nee, ich habe Angst, ich will ihn nicht verlassen. Aber wenn du mal den Verstand wechselst, also wenn du jetzt mal deine Beziehung wirklich mal vom Verstand aus analysierst, dann wirst du ganz schnell zum Ergebnis kommen, ob die Sache noch Sinn hat oder nicht. Und ich kann mir sogar vorstellen, dass dein Verstand schon lange weiß, dass das eigentlich keinen Sinn hat, aber dein Gefühl nicht hinterherkommt. Und wenn das so ist, dann hat das immer natürlich auch ein Stück weit was damit zu tun, dass man innerlich zu abhängig ist. Und auch da gilt, oder wäre es wahrscheinlich für dich hilfreich, wenn du mehr deine autonomen Fähigkeiten trainieren würdest. Dazu gehört eben auch Trennungskompetenz, damit es dir leichter fällt, den Absprung zu schaffen. Vielen Dank auch für die nächste Frage, die kommt von Sunshine. Ich habe oft das Gefühl, übrig zu bleiben, ein Gefühl, das ich aus der Kindheit kenne. Nun erlebe ich in meinem Freundeskreis viele glückliche Paare und wieder habe ich das Gefühl, übrig zu bleiben. Haben Sie einen Rat für mich? Ja, den habe ich. Erstmal ist das ja wirklich bitter arme oder armer Sunshine, das weiß ich jetzt nicht. Aber dieses Gefühl ist ein ganz altes Gespenst. Das ist ein sogenanntes Schattenkind. Und so wie du schreibst, bist du sehr damit identifiziert. Identifiziert bedeutet, du glaubst es wirklich. Und dabei ist es ja eigentlich ein ganz altes Gefühl aus deiner Kindheit, was mit der heutigen Zeit gar nichts mehr zu tun hat. Aber ich vermute, dir geht es wie vielen. Wenn man ganz fest an was glaubt, dann verhält man sich irgendwie so, dass es am Ende wieder eintritt. Das nennen wir ja in der Psychologie eine sich selbst erfüllende Prophezeiung. Ja, also weil du so feste glaubst, dein Schattenkind glaubt, ich bleibe übrig, verhält sich unbewusst irgendwie so, dass du auch übrig bleibst. Und ich kann dir jetzt nicht einfach so den Ratschlag geben, aber ich denke wirklich, wenn du dich mit diesen Sachen näher beschäftigst, mit dieser Thematik und mit dem Schatten und dem Sonnenkind, bin ich ganz, ganz sicher, dass du ganz große Schritte nach vorne machen kannst und dass sich das auch verändern wird.
Eine Frage habe ich noch in diesem Blog und nochmal der Hinweis an unsere Zuschauer. Vielen Dank, dass Sie sich so zahlreich beteiligen und entschuldigen Sie, wenn wir nicht alle Fragen reinnehmen können. Es ist schlicht nicht möglich, sonst würden wir hier 10 Stunden sitzen. Wäre auch interessant, aber die Zeit haben wir leider heute nicht. Marlies hat geschrieben, macht es noch Sinn, an einer Beziehung festzuhalten, wenn das Wort Seele ein Fremdwort ist? Wenn das Wort Seele ein Fremdwort ist, also hui, das ist eine abstrakte Frage, ja. Die muss ich mal irgendwie konkretisieren. Ich glaube, die haben da einen ziemlichen Clinch und dass die, wie hieß sie? Die Marlies. Marlies, ja, so gefühlig ist und Seele und er sich immer mehr vereist und immer mehr zurückzieht und dass da eine ganz unheilvolle Dynamik ist. Aber da denke ich auch, wenn sie sich damit näher befasst, würdest du da sicherlich auch zu Ergebnissen kommen. Aber auf diesem Abstraktionsniveau kann ich die Frage nicht wirklich konkret beantworten. Wir kommen wieder zurück ganz konkret in dein Buch. Jeder ist beziehungsfähig. Und da schreibst du, das ist jetzt so der ganz aktive Teil, der ja immer wieder zwischendurch auftaucht, finde dein Bindungsprogramm. Also wir haben da schon ein bisschen drüber gesprochen. Aber du sagst, es ist auch gut, eine Art Schulheft oder so ein Reflexionsbüchlein zu schreiben. Einfach die eigenen Erfahrungen und Erinnerungen aufzuschreiben. Kannst du das noch ein bisschen ausführen? Ja, nichts leichter als das. Also ich sage ja nicht nur finde dein Bindungsprogramm, sondern auch dein Autonomieprogramm. Und ich leite ja die Leserinnen und Leser durch diese Übungen durch und ich sage auch oft zu meinen Klienten, die zu mir in Psychotherapie kommen, macht euch so ein Reflexionsheft, weil wir schreiben vieles einfach auch noch mal ein bisschen tiefer verarbeiten können. Aus dem einfachen Grund, unser Denken ist ja oft in lockeren Assoziationen. Ich fange an, über ein Problem nachzudenken, plötzlich fällt mir ein, ich muss noch einkaufen gehen und dann bin ich bei der Einkaufsliste. Und das kann mir beim Schreiben nicht passieren. Ich kann nicht sagen, ich kann ja nicht einen Satz schreiben, ich bin traurig, Tomatensuppe. Ja, also irgendwie beim Schreiben ist man mehr genötigt, die Dinge zu Ende zu denken. Und das kann natürlich auch wirklich dazu führen, dass man sich vertieft und auch sortiert. Und es heißt ja immer, Papier ist geduldig und es hat ja auch wirklich so einen entlastenden Effekt, auch mal die Probleme wirklich auf dem Papier zu haben, dann sind sie auch schon wieder ein Stück weit aus dem Kopf. Dann sind wir auch schon bald bei den Glaubenssätzen, die du ja in Das Kind in dir muss Heimat finden auch sehr ausführlich beschreibst. Inwiefern, oder vielleicht kannst du einfach ein paar Beispiele nennen, welche Glaubenssätze sind denn typisch für Beziehungen? Also Glaubenssätze sind ja so unbewusste Programme. Ich will das nochmal kurz erklären für die, die sich da vielleicht noch nicht so auskennen in diesen Konzepten. Ich sage immer, Glaubenssätze sind ja die Programmiersprache der Psyche, ne? Beziehungsweise die Programmiersprache eigentlich des Selbstwertgefühls. Weil das Selbstwertgefühl an sich ist ja sowas Abstraktes, aber es manifestiert sich in sogenannten Glaubenssätzen und solche Glaubenssätze sind ganz, ganz tiefe innere Programme, die wir irgendwann mal uns sozusagen zugezogen haben im Verlauf unseres Erwachsenwerdens. Und solche können zum Beispiel sein, ich bin nichts wert oder ich genüge mir nicht. Oder eben auch positive Glaubenssätze wie ich bin wichtig, ich bin liebenswert. Und diese tiefsten inneren Überzeugungen, diese ganz schlichten Formulierungen, die bestimmen halt ganz, ganz wesentlich darüber, wie wir die Welt da draußen wahrnehmen. Und auf unserer Wahrnehmung baut alles auf, weil die Wahrnehmung ist unser Bewusstsein und darauf baut sich unser Fühlen und Denken auf. Würde dazu auch zählen so ein Satz wie, eigentlich bin ich ja Single, aber jetzt bin ich in einer Beziehung oder ich brauche immer viel Nähe und Wärme? Also eigentlich bin ich Single und jetzt in einer Beziehung wäre meines Erachtens erstmal eine Feststellung, kein Glaubenssatz. Ne? Dahinter könnte aber vielleicht der Glaubenssatz stecken, ich muss allein sein oder ich kann es nur alleine schaffen. Nach dem Motto, Leute, die so ein Autonomieproblem haben, die haben ja dieses tiefe innere Programm, Alleinsein bedeutet Sicherheit. Mhm. Und die, die eher so bindungsmäßig unterwegs sind, für die ist Sicherheit Beziehung. Und da kommen natürlich echte Störungen aus diesen tiefen inneren Programmen. Deswegen ist es so wichtig, für sich selbst mal zu gucken, was ist eigentlich mein Programm, was sind meine Glaubenssätze, damit ich das auch verändern kann. Sehr spannend fand ich auch, wenn du über Extras und Intros in Partnerschaften schreibst. Das kommt wahrscheinlich auch oft vor, oder? Dass die plötzlich zusammen in einer Beziehung sind und merken, oh, das gibt Probleme. Also Extras und Intros sind ja die Abkürzung für introvertiert und extrovertiert und die Introvertierten. Extro- und Introversion, das sind
Persönlichkeitseigenschaften an die riesige Bündel von Eigenschaften dranhängen und die sind wesentlich angeboren. Na, wer mal Lust hat zu wissen, ob er extra introvertiert ist, der soll mal auf meine Homepage gehen. Da habe ich so einen Test, so einen Persönlichkeitstest. Und die Extrovertierten, die beziehen halt so Kontakt aus den Mitmenschen und Energie aus dem Umgang mit anderen. Und die sind auch wesentlich schneller im Reden. Also Extrovertierte, dazu gehöre ich auch, die können gleichzeitig reden und denken. Na, und die sind dann selbst oft überrascht, im Guten wie im Schlechten, was sie sich da so sagen hören. Und Intros, die gehen immer erstmal in sich, denken nach und reden dann. Und schon allein da können so viele Missverständnisse auftauchen, was weiß ich. Der introvertierte Mann kommt nach Hause und seine Frau ist schon da und die sagt dann, Schatz, wie war denn dein Tag? Und dann denkt der Intro, wie war eigentlich mein Tag? Geht erstmal in sich. Während er das tut, denkt die extrovertierte Frau, warum antwortet der Stoffel nicht, ne? Weil nicht sofort die Antwort rauskommt. Stattdessen fängt sie dann an, von ihrem Tag zu erzählen und er denkt, da war ja klar, im Grunde interessiert sie doch sowieso nicht, ne? Und so können allein schon auf dieser Ebene sehr viele Missverständnisse entstehen, ja. Gibt es das, dass du ein Paar beobachtest oder von dem Paar dir was erzählen lässt und merkst, da ist alles zu spät? Ja, also dann, wenn definitiv einfach auch keine Gefühle mehr da sind oder zumindest bei einer Seite gar keine Gefühle mehr da sind. Oder auch, das kommt auch immer wieder vor, dass einer der Partner eigentlich ganz gut über sich nachdenken kann und auch recht reflektiert ist und änderungswillig ist und der andere, dem fällt das unheimlich schwer. Also der ist wie so eine Mauer, der kann und will sich auch nicht selbst reflektieren. Der kommt eher zur Therapie wie so ein Hund, der nicht Gassi gehen will, den man so über das Parkett schleift, ne? Also so angeschleppt. Und da kann man dann auch wenig machen, weil den kann man nicht da fernsteuern und neu programmieren, wenn der selber nicht will. Wir machen wieder eine Runde Zuschauerfragen. Vielen Dank fürs Mitmachen. Die nächste Frage kommt wieder von einem Mann, und zwar von Johannes. Vielen Dank. Wie findet man den Grund für eine undefinierbare Unzufriedenheit heraus? Die undefinierbare Unzufriedenheit, die hängt oft damit zusammen, dass allgemein zu wenig Gefühle gefühlt werden. Also ich vermute, dass der Johannes zu den Menschen gehört, die ziemlich einen Deckel über ihre Gefühle haben und am Ende kommt einfach nur so eine Leere und Langeweile und Unzufriedenheit dabei heraus. Und dahinter verstecken sich aber oft tiefere Gefühle und auch schmerzvolle Erfahrungen. Und da ist es ganz wichtig, mal zu versuchen, mit diesen tieferen Gefühlen in Kontakt zu kommen. Denn wenn sehr viel verdrängt wird, aus gutem Grund, weil vielleicht viel schlimme Erinnerungen an die Kindheit da sind, dann sage ich immer, die Wächter des Unbewussten, sage ich immer, sind Grobiliane, ja, die machen dann Deckel auf alle Gefühle, die können nicht mehr so richtig differenzieren, was ist jetzt ein gutes und was ist ein schlechtes Gefühl. Am besten ist, wir fühlen gar nichts mehr, dann tut uns auch niemand weh, Deckel drauf, aber dann bleibt halt so ein Sumpf von Langeweile und Unzufriedenheit übrig. Das heißt, für dich wäre es ganz wichtig, dass du dich mal auf einer tieferen Ebene mit deinen Gefühlen und vor allen Dingen auch mit den möglicherweise schmerzhaften Gefühlen, die da sind, beschäftigst. Die nächste Frage, die kann ich eigentlich auch gleich beantworten. Ist diese Sendung auch später noch abrufbar? Selbstverständlich. Also wir sind zu jeder Zeit abrufbar und immer online und gestreamt. Also man kann uns und vor allem Stefanie Stahls Kommentare jederzeit noch hören und sehen. Nutzen Sie das auf jeden Fall. Vielen Dank an Marina. Sie schreibt, ich habe Kommunikationsprobleme mit meinem Partner. Er mauert, er wirft mir vor, Dinge zu dramatisieren. Er spricht selbst aber nichts an. Das verletzt mich. Und die Frage lautet, wie kann ich das vermeiden? Indem du ihn in die Wüste schickst, oder? Also der Punkt ist, es sind ja Beziehungsdynamiken. Je mehr er mauert, desto mehr holst du in der blutige Nase und verschärfst wahrscheinlich die Maßnahmen. Es gibt mehr Szenen, mehr Tränen, mehr Gemecker und so weiter und so fort. Und je mehr du meckerst, je mehr du an ihm rumschraust, desto mehr bestärkst du ja seine Empfindung. Beziehung ist etwas, was fürchterlich anstrengend ist und was mich irgendwo überfordert. Was war nochmal die Frage, was Sie... Die Frage war konkret, Moment, ich habe sie zur Seite Fall, gelegt. Nee, wenn sie schon welche ja. ist, geht es darum, da wirklich einfach mehr loszulassen. Und wenn er komplett mauert,
musst du halt gucken, also wirklich loslassen. Hör auf, an ihm rumzuschrauben, hör auf, ihn zu nerven. Dann guck, ob sich irgendwas tut, vielleicht aus einer neuen Dynamik. Und wenn du irgendwann merkst, es geht gar nicht, also es ist wirklich so ein knallharter Maurer, mit dem man gar nichts besprechen kann, dann musst du eben auch für dich gucken, wie du da weiter fortfährst. Also ich kann mir jetzt schon vorstellen, dass ganz viele so hinterm Computer sitzen oder so und denken, ja, die Stahl, die redet immer nur zu Trennung, 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 Trennung. Das ist ja gar nicht das, was wir wollen. Aber da ist meine Botschaft sehr klar. Also wenn einer der Partner stur weigert, so ein bisschen auch mitzumachen, dann ist es sehr schwierig. Aber auch der Partner, und das ist ja in dem Fall jetzt hier bei der Frage die Frau, die vielleicht zu sehr klammert und immer versucht zu verändern, muss natürlich ihr Programm auch hinterfragen. Man kann nicht immer nur den anderen verändern. Also ich muss auch bei mir gucken, bin ich vielleicht wirklich eine Nervensäge, will ich zu viel und so weiter und so fort. Also beide müssen gucken, was ist eigentlich mein Anteil an der Beziehung, für den ich Verantwortung übernehmen muss, dass die Beziehung so schwierig ist. So. Beide. Wenn einer aber sagt, mache ich nicht, unter keinen Umständen, dann ist es wirklich schwierig, ja. Ich habe noch eine Männer-Frauen-Frage und zwar von Gabriele, vielen Dank. Können Männer die Klarheit von Frauen nicht ertragen? Ich weiß genau, was ich will und bin zielstrebig. Das ist wieder auf dem abstrakten Niveau die Frage, ne? Das ist immer die Frage, wie klar und wie zielstrebig, ne? Also ist es jetzt einfach nur klar oder ist es schon zu bestimmt oder zu anstrengend einfach auch? Das kann ich von hier aus natürlich nicht beurteilen, aber das können vielleicht Freunde manchmal auch sagen, wenn du mal vielleicht Freundinnen fragst oder so, sag mal, ist das jetzt einfach nur noch klar und zielstrebig oder bin ich vielleicht schon zum Teil eine Nervensäge? Also gute Freunde würden einem da doch schon eine einigermaßen ehrliche Antwort geben. Ich kann es von hier aus einfach nicht beurteilen, ich bin nicht dabei. Die nächste Frage kommt von 10 oder IO 1.0, kann ich nicht beurteilen. Die Frage lautet, wie kann man eine symbiotische Mutterbeziehung auflösen, um auch in der Partnerschaft weniger bedürftig zu sein? Hui, also auf jeden Fall sehr anspruchsvolle Fragen. Ja, auf jeden Fall ist der Ansatz schon mal richtig. Ich muss diese symbiotische Mutterbeziehung auflösen. Also ich muss da, ich muss eigentlich lernen, mich abzugrenzen. Ich muss Trennungskompetenz erwerben und genau das ist der Punkt. Aber das kann ich jetzt hier nicht in zwei Sätzen sagen. Es geht wirklich darum, besser seine eigenen Grenzen festzustellen und zu lernen, mehr auf eigenen Füßen zu stehen und im Zweifelsfall das eben auch auszuhalten. Ja? Also oft ist die Frage schon hilfreich oder kann so ein bisschen weiterhelfen, was kann mir eigentlich im allerschlimmsten Fall passieren. Ne? So. Wir haben ja auch schon über Bindungsangst ein bisschen gesprochen zu Beginn der Sendung und jetzt kommt dazu eine Frage von Engel74. Danke. Woran merke ich eigentlich, dass jemand Bindungsangst hat? Da gibt es ziemlich typische Symptome. Also bindungsängstliche Beziehungen, die beginnen nicht selten recht stürmisch. Und dann passiert oft was ich so den plötzlichen Gefühlstod nenne, ja, dass einer der Partner nach der Anfang der Leidenschaft sich immer mehr so zurückzieht. Oder mal ist er da, dann ist er wieder weg. Also es ist oft auch so ein Zickzackkurs an Nähe und Distanz. Und so, dass der andere Partner merkt, Mensch, der entgleitet mir. Ne? Also irgendwas ist hier, man spürt so, mal ist er da, dann nicht und entwindet sich aus, auch nicht wirklich zuverlässig. Also Bindungsängstliche haben große Probleme auch im Umgang mit Erwartungen und ziehen sich immer mehr zurück. Und das funktioniert oft über diesen sogenannten Schwächenzoom. Die verbeißen sich dann so in Schwächen und machen die unheimlich groß vor ihrem inneren Auge, deswegen Zoom. Und ja, sind dann total abgeturnt. Aber zu den Symptomen schreibe ich einiges auch in meinen Büchern. Habt ihr auch eine Homepage über Bindungsangst? Da sind die alle aufgeführt. Bindungsangst.com, da sind die auch nochmal alle aufgeführt. Du giltst ja auch als die Expertin für Bindungsangst, wobei das nicht nur das eine Thema ist, aber diesen Titel hast du ja auch erarbeitet. Das stimmt. Wir haben jetzt daran anschließend eigentlich eine Frage, die das genau aus der anderen Richtung beschreibt. Und zwar kommt die von Fofi. Vielen Dank. Wie kann man sich für eine Beziehung öffnen? Das ist ja das Thema Vertrauen. Und Vertrauen in andere Menschen hängt immer ganz viel auch vom Selbstvertrauen ab. Wenn ich selbst das Gefühl habe, ich überlebe es nicht, wenn du mich verlässt, dann kann ich mich nicht einlassen. Also ich muss
in mir selbst die Fähigkeit stärken, dass ich ein Scheitern der Beziehung überleben werde, ja, also dass ich in mich vertraue. Und das hängt wieder ganz, ganz viel mit dem Selbstwertgefühl zusammen. Und für das Selbstwertgefühl stelle ich halt auch viele Übungen bereit, gell? Dann kommt eine Frage von Silke. Vielen Dank. Ich bin in einer Partnerschaft und spüre, dass mein Freund seine Gefühle zu mir zurückhält. Ich selbst habe Angst, dass wenn ich ganz und gar meine Gefühle öffne, ich mich dabei verliere. Die, so eine ähnliche Frage hatten wir schon mal. Ähnlich, ja. Mhm. Aber wenn sie schon spürt, dass er die Gefühle zurückhält, ist sie ja durch ihre Angst vielleicht auch gar nicht so schlecht beraten. Also ich glaube, ich würde mal mit ihm sprechen, vielleicht wirklich dieses Thema mal ansprechen und dieses sich selbst verlieren in der Partnerschaft, das hat eben sehr viel oft damit zu tun, dass man zu sehr auf die Wünsche des anderen auch eingeht, ne? Eine Frage noch in diesem Blog. Levin oder Luin fragt oder sagt erstmal, in der Kindheit wurde ich sehr viel allein gelassen. Hat es jetzt diese Auswirkung, dass ich immer noch Partner kennenlerne, die auch Bindungsprobleme haben? Ja, das kann sehr gut sein, dass man das so unterschwellig riecht, sage ich mal so. Wenn man sehr viel allein gelassen wurde in der Kindheit, dann erwirbt man ja so innere Überzeugungen oft wie, ich bin nichts wert, ne? Weil keiner kümmert sich um mich oder ich bin nicht wichtig. Und diese tiefen Überzeugungen werden ja mitgenommen und dadurch entsteht ja auch so eine Näheangst. Und oft sucht man sich dann instinktiv Leute aus, wo genau dieses Drama aus der Kindheit eigentlich nochmal aktualisiert wird. Und dahinter steckt oft so dieser unbewusste Wunsch, diesmal überzeuge ich aber von mir, ne? Diesmal kriege ich dich, diesmal führe ich ein Happy End herbei. Und das ist so, was wir Psychologen dann gerne mal Wiederholungszwang nennen. Kann man aber auch gut auflösen, wenn man die Zusammenhänge versteht. Ein ganz wichtiger Punkt in deinem Buch ist natürlich die Heilung, so nennst du das dann auch. Und wir haben jetzt sehr viel über Probleme gesprochen, über die Auswirkungen von nicht zusammenpassenden Partnern oder Problemen. Wie sieht denn eigentlich von der Definition her eine glückliche Beziehung aus? Wie würdest du das beschreiben? Also ich denke vor allen Dingen mal, dass die Partner sich auf Augenhöhe befinden, dass sich keiner unterlegen oder überlegen fühlt. Glückliche Beziehungen haben ganz, ganz viel damit zu tun, dass man sich wirklich mal für einen Partner auch entscheidet, dass man sagt, ja, du bist es jetzt, auch wirklich Ja sagt und dann auch ja, traut, also sich auch so weit öffnet, dass man sagt, okay, natürlich ist es auch ein Stück Abhängigkeit und ein Stück Verletzbarkeit dabei, aber dass jeder der Partner halt gewillt ist, auch für den anderen auf eine gesunde Art und Weise die Verantwortung zu übernehmen, nicht auf diese Schattenkind-Art und Weise, ich bin 100% für dein Glück verantwortlich, ich muss jetzt alles richtig machen, sondern auf so eine gesunde Art und Weise. Wir beide sorgen, jeder in seinem Maßen dafür, dass es uns miteinander gut geht. Und wenn dann noch ein paar gemeinsame Interessen zusammenkommen und eben worüber wir den ganzen Abend reden, dass beide Partner sowohl anpassungsfähig sind, als auch ihre Interessen behaupten können, also dass sie in dieser guten Balance sind zwischen Bindung und Autonomie, dann klappt das meistens auch dann mit der Liebe. Du nennst auch den Begriff Authentizität. Mhm. Das ist ganz wichtig für eine glückliche Beziehung. Das wäre dann genau dieses, ich kann mich fallen lassen, ich kann so sein, wie ich bin, oder? Ja, dass man einfach sich nicht verstellt. Im Grunde geht es ja um Authentizität. Also, dass ich nicht das Gefühl habe, ich muss jetzt irgendeine Rolle spielen oder ich muss ständig meine eigenen Wünsche und Bedürfnisse hinten anstellen, um dir alles recht zu machen, sondern ich kann wirklich auch ich sein. Und das ist ja diese Freiheit. Am Anfang des Gesprächs habe ich ja gesagt, bindungsscheue Menschen oder Menschen, die überhaupt Probleme haben in Beziehungen, das heißt nicht, dass sie auch ein Leben lang verheiratet sind, ja, die haben genauso Probleme, haben ja oft das Gefühl, ich kann nicht in einer Beziehung unfreier Mensch sein. Und die spüren sich auch am besten immer, wenn sie allein sind. Aber die Freiheit ist ja eigentlich nur im Kopf. Und wenn ich für mich das Gefühl habe, oder die Überzeugung habe, ja, meine Wünsche und Bedürfnisse zählen hier auch und ich kann die auch vertreten, ich kann die hier auch einbringen, dann bin ich ja viel freier, als wenn ich die Beziehung einfach nur irgendwie über mich ergehen lasse und versuche immer alles richtig zu machen, wie so ein Nickmännchen. Ja, dann sperre ich mich ja selber ein. Also diese Freiheit findet ja im Kopf statt. Das hat man dir jetzt auch angesehen, genau, dass das ungesund ist, wenn man sich so einsperrt und nicht frei. Genau, wenn ich dann immer so das Gefühl habe, Beziehung ist etwas, was ich irgendwie über mich ergehen lassen muss und mich schrecklich anpassen muss, dann ist doch klar, dass ich mich dann erst frei fühle, wenn ich mal wieder für mich allein bin. Dann kann ich mal wieder machen, was ich will. Ja.
jetzt kann ich endlich mal wieder nach mir gucken. Und das ist ja dieser Irrglaube eigentlich. Im Buch beschreibst du auch Übungen, um dein Erwachsenen-Ich zu stärken, so lautet die Formulierung. Vielleicht erklärst du nochmal, warum dieses Erwachsenen-Ich so wichtig ist. Also das Erwachsenen-Ich ist ja unser klar denkender Verstand. Und ich sage mal, es ist schon ganz wichtig, ein paar Sachen im Verstand klar zu haben, dann kommen die Gefühle auch hinterher. Manchmal, Gott sei Dank nicht allzu oft, wird mir ja so vorgeworfen, ich wäre so ein bisschen zu kognitiv oder so ein bisschen zu theoretisch. Und ich sehe das anders, weil man kann ganz, ganz tiefe Einsichten eben auch mithilfe des Verstandes erlangen. Und der Verstand wird da manchmal auch unterschätzt in der Psychologie. Und es ist eben ganz wichtig, dass dieses Erwachsenen-Ich, ist ja diese Metapher für den Verstand, dass wir die Dinge erstmal in der Birne klar haben. Dann kann ja auch das Gefühl am Ich hinterherkommen. Und dazu gibt es dann ja auch ganz viele Übungen, wo man dann auch im Gefühl arbeitet. Und wenn ich es hier noch nicht mal klar habe, wird das Gefühl nie hinterherkommen. Das heißt, es ist auch wieder eine Form von Selbsterkenntnis, die einem weiterhilft. Du hast das, glaube ich, als Königsweg beschrieben. Also wenn wir wissen, was mit uns los ist und wo wir herkommen eben auch, dann geht das schon in die richtige beziehungstechnische Richtung. Ja, das ist ja im Grunde genommen das Wesen der Reflexion, ist ja, dass ich einen Abstand zu mir einnehme. Dass ich mich nicht ständig mit allem, was ich so fühle und denke, identifiziere, sondern ich mich mal so von außen betrachte und sage, ja, stimmt, da hast du ein Problem. Und erst wenn das mal klar ist, kann ich ja auch wirklich mal tiefer eintauchen und auch mit dem Problem arbeiten. Und deswegen hole ich immer gerne den Verstand auch mit ins Boot. Ich nehme ganz schnell noch ein paar Fragen rein, und zwar zunächst mal von Sandra. Vielen Dank. Nach einer toxischen Beziehung mit einem Narzissten habe ich viel an meiner Eigenliebe und mit deinen Büchern gearbeitet. Vielen Dank, das hat mir sehr geholfen. Nun scheine ich in den Minuspol abzurutschen und ich mime die unnahbare Schneekönigin. Wie kann ich denn bindungssicher werden? Also eigentlich ist sie wohl so ein bisschen vom Regen in die Traufe gekommen. Also er ist vielleicht zu angepasst und lieb und brav. Und dann ist er oft so eine Gegenbewegung, dass man dann zu autonom wird. Denn das ist jetzt so die Schneekönigin. Ich lasse keinen mehr an mich ran und mache mich möglichst unverletzbar. Und das könnte so eine Übergangsphase sein. Guck mal, dass du beides so ein bisschen hinkriegst, dass du einfach ein bisschen flexibler wirst zwischen diesen beiden Polen, dass du sowohl anpassungsfähig sein kannst, als auch dich abgrenzen kannst. Aber ich glaube, die Schneekönigin hat vielleicht doch im tiefsten Inneren noch so eine Verletzung, die auch noch ein bisschen geheilt werden muss. Und darum kannst du dich noch kümmern, vielleicht noch mehr kümmern. Eine anonyme Frage: Wie komme ich endlich wieder aus der Nummer raus, erst liebenswert für Männer zu sein, wenn ich wieder schlank bin? Oh, wow, 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 wow. Das ist ja eine böse Frage, ne? Für alle Frauen dieser Welt, ja. Also, wie komme ich erst liebenswert für Männer zu sein, wenn ich wieder schlank bin? Mhm. Oh, ja. Das hat mit dem Kopf zu tun. Aber auch natürlich, ich weiß jetzt auch nicht, wie dick sie ist, und ich weiß nicht, es gibt immer so viele Männer, die mögen pummelige Frauen oder dickere Frauen, und ob du dich liebenswert findest oder nicht, das hängt ganz viel mit dem eigenen Kopf zusammen, aber bei dem Schönheitsideal, was wir heutzutage haben, ist es auch verdammt hart, also es ist richtig hart, es ist nicht leicht, wenn man nicht schlank ist, also wir haben es da auch einfach auch nicht so einfach, also mach vielleicht so ein Mittelding. Nimm noch mal ein bisschen ab und arbeite an deinem eigenen Liebenswert. Dann hast du beide Seiten so ein bisschen drin, weil ich denke, von manchen Sachen muss man auch von zwei Seiten. Bei manchen Sachen sollte man auch von zwei Seiten arbeiten. Das ist sicher gut. Eine Frage noch von Denise. Vielen Dank. Wie kann ich aus dem Wegrennmechanismus aussteigen? Offenbar aus einer Beziehung zu flüchten immer wieder. Stehen bleiben? Der Wegrennmechanismus, dahinter steckt ja auch diese Angst vor zu viel Nähe, die Angst vor Enttäuschung. Und die müsstest du dir auf einer tieferen Ebene heilen. Das kann ich dir jetzt nicht vor der Kamera sagen, so schnipp und dann hast du es geschafft. Aber daran kannst du arbeiten, und dann musst du auch nicht mehr wegrennen. Das Wegrennen ist ja immer, wenn du dich entweder deine Autonomie zu sehr bedroht fühlst, weil du dich viel zu sehr überanpasst, oder wenn die Verlustangst wieder total zuschlägt, und an beiden kann man eigentlich gut arbeiten.
Wir haben noch ein paar Minuten, deswegen gerne noch ein paar persönliche Fragen an dich. Wie war das eigentlich nach all der Recherche und der Beschäftigung? Du hast dich ja schon immer mit Beziehungen beruflich beschäftigt. Hast du selbst gemerkt, auch bei dir hat sich verändert irgendetwas und du hast vielleicht was gelernt? Bei mir ist ja so, mein richtiges Glück mit meinem jetzigen Ehemann habe ich auch relativ spät eigentlich gefunden. Also ich hatte zwischendurch auch schwierige Beziehungen und hatte mir auch oft schwierige Partner ausgesucht und habe da sicherlich ganz viel gelernt, eben unter anderem auch für meine Bücher und so weiter. Und letztlich ist auch mehr ein bisschen Magie dabei. Ich denke, ich habe mal gelernt, auch zu entdecken, dass der richtige Mann vielleicht schon längst in meinem Leben ist. Und es war eigentlich mein bester Freund. Also wir waren ganz lange Freunde, bevor wir dann zusammengekommen sind. Und manchmal muss man halt auch erkennen, wenn der Richtige schon längst da ist. Das stimmt. Das ist aber gar nicht so einfach manchmal. Ja. Mein Eindruck ist ja, wenn ich deine Bücher lese, dass du jemand bist, der helfen will, der unterstützen will. Also siehst du dich grundsätzlich von deiner Rolle auch als so eine Art Mutmacherin? Das würde ich doch hoffen, dass ich Mut mache. Also auf jeden Fall. Also möchte ich helfen. Das ist ja auch genuin mein Beruf als Psychotherapeutin. Und natürlich ist meine Botschaft auch, dass ganz, ganz, ganz viel von den Problemen, die wir haben, dass sie einfach alte Gespenster sind und die man auflösen kann. Ich möchte zum Schluss auch nochmal auf den Online-Kurs hinweisen, den du ja geben wirst. Vielleicht sagst du ganz kurz, um was es da geht und wie das abläuft. Ich glaube, es sind 4 Module. Ja, also ich erarbeite halt über online mit den Zuhörern und Zuschauern. Das Schattenkind erstellen wir gemeinsam und dann stärken wir unser erwachsenes Ich. Und dann arbeiten wir dem Sonnenkind und fügen das alles zusammen. Also ich führe die eigentlich mit vielen, auch kleinen Übungen, mit Hausaufgaben, indem ich auch immer wieder Hallo sage und direkt zu den Hörern spreche, durch ein ganzes Therapieprogramm, was jeder dann zu Hause für sich selber machen kann. Und wer Interesse hat von unseren Zuschauern, der meldet sich am besten per Mail an folgende Adresse stahl@sinnsucher.de. Ich wiederhole nochmal, schreiben Sie einfach eine Mail, Sie sehen es auch eingeblendet, stahl@sinnsucher.de. Das betrifft dann den Online-Kurs von Stefanie Stahl. Steffi, es war toll, dass du hier warst. Die Zeit ist viel zu schnell vorbeigegangen und wir sagen nochmal Danke an alle, die mitgemacht haben, die wir auch nicht reinnehmen konnten. Leider waren es viel zu viele Fragen. Und Steffi, ich möchte auch nochmal sagen, eigentlich das Motto deines Buches trifft es ja ganz genau, dass du sagst, wir haben das Glück und vor allem die Fähigkeit, in der Liebe erfolgreich zu sein, wirklich selbst in der Hand, oder? Das ist das Entscheidende. Absolut. Und mit diesem Schlusswort können wir eigentlich munter und froh Tschüss sagen. Vielen Dank fürs Zugucken. Dankeschön. Tschüss.